Für den Menschen ist es selbstverständlich, sich in einem Auto fortzubewegen. Auch Pferde müssen, je nach Verwendung, gelegentlich oder regelmäßig verladen werden. Für sie stellt die Verladesituation, anders als für den Menschen, zunächst eine außergewöhnliche Situation dar. Richtig vorbereitet wird es jedoch zum Kinderspiel. Worauf zu achten ist und welche Techniken sinnvoll sind, zeigt Peter Kreinberg im Verlauf des folgenden Films. Wichtig ist, dass das Pferd lernt, von uns wegzuweichen. Das können wir am besten in Wendungen erarbeiten. Hier kommt es darauf an, das führende Vorderbein, in diesem Fall das rechte, in der Schwebephase durch Impulse, die seitlich führen, zu begleiten. Es kann auch hilfreich sein, dass wir dem Pferd vermitteln, ein Bein langsam zu heben, die Haltephase zu verlängern und ruhig abzusetzen. Impuls, Impuls, das Pferd hereinholen und wieder hinaussenden. Ist das erarbeitet, können wir an den Hütchen präzise uns orientieren. Und ich werde jetzt die erste Achterfigur einmal einleiten. Körperposition, Seiltechnik. Ho, 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 ho. Fein. Oh, brav. Wir werden jetzt einmal die Schwierigkeit steigern, indem wir das Flatterband niedriger ansetzen. Brav. So ist fein. Er ist aufgeregt, wir sehen es. Er geht am Hänger vorbei. Interessiert sich. Das Pferd kommt in den Kontakt. Das ist mir wichtig. In die Berührung hinein. Es soll keine Angst vor der Berührung haben des Menschen oder durch den Menschen, sondern es soll die Signale respektieren lernen. Hier haben wir wieder ein durch das Halfter hindurch gehen. Ich korrigiere ihn in Schritt für Schritt. Das ist eine Entspannungsübung einerseits. Sie hilft uns, das Pferd aber auch mit dem Prinzip der Nachgiebigkeit und der Losgelassenheit in solchen Situationen vertraut zu machen. Sehr schön. Lieber ist mir, wir können dieses Thema der Verweigerung an dieser Stellvertretersituation grundsätzlich klären, als möglicherweise später am Hänger selbst. Es lohnt sich hier, einige, so ist fein, Übungseinheiten mehr zu investieren. Immer wieder die Entspannung. So, ich warte, bis Garzer wieder aus dem Druck heraus. Einen Schritt zum Objekt, zur Situation hin macht. Brav. Fein. Garzer verfällt hier noch einmal kurz in sein altes Verweigerungsmuster. Er orientiert sich, dem Herdentrieb folgend, zu den in der Nähe weidenden Pferden. Das ist zwar ein natürliches Instinktverhalten, sollte aber nun abgebaut werden. Brav. Komm. Ja. So ist er fein. Über diese Brücke sollst du gehen. Komm. Oh, ist fein. Brav, der Junge. Ja, sehr schön.